Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Idle Game Vorstellungsvideo. Das hier ist Melvor Idle und wie man oben links auch schon sehen kann, ist das noch eine Alpha-Version. Das heißt, das ganze Ding ist im Moment im Early Access und da ist es auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, mindestens ein halbes Jahr jetzt. Und Release ist, glaube ich, so für hopefully nächstes Quartal angedacht, also fürs zweite Quartal 2021. Mal gucken. Es sieht auf jeden Fall insgesamt schon sehr rund aus und vielleicht erinnert es den ein oder anderen von euch auf den ersten Blick an das gleiche Spiel, an das es mich erinnert, nämlich Idlescape. Und ich muss sagen, es erinnert nicht nur auf den ersten Blick daran, es spielt sich auch ziemlich exakt so. Mit ein, zwei kleinen Unterschieden, aber ansonsten mehr oder minder das gleiche. Wo Idlescape noch komplett im Browser war, ist das hier Steam Standalone quasi, also läuft nicht im Browser, ist dafür aber auch nicht kostenlos, sondern kostet, ja, ich glaube, es sind $9.99, in Euro sind es dann irgendwie 8,19 €. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, ich glaube, heute ist gerade der Chinese New Year Sale irgendwie gestartet, vielleicht ist das da günstiger, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt. Ja, was können wir machen? Ich muss, glaube ich, ganz kurz erstmal Sachen aus dem Inventar wegschmeißen. Sonst können wir nämlich gar nichts machen. Ja, wir haben hier unten ganz viele verschiedene Skills, die wir machen können. Ganz viele verschiedene Skills, die wir machen können. Also Holz fällen oder angeln, Feuer machen, kochen. Wie setzt man denn Mining sinnvoll ins Deutsche? Also halt Erze abbauen, schmieden und so weiter und so weiter. Und ja, das können wir entsprechend hochleveln, kriegen dafür entsprechend Items. Ich fange jetzt gerade mal an, fäll mal die Bäume hier. Das dauert dann so eine Weile. Das läuft hier halt fröhlich durch, wir kriegen Holz dafür. Und der ganze Kram landet hier oben in unserer Bank. Also Bank ist quasi das Inventar, wenn man so möchte. Da landen alle Sachen drin. Das möchte ich gerade mal umwandeln. So, und ja, hier gibt es eben verschiedenste Sachen und man kann aus den ganzen Sachen auch immer noch meistens irgendwas weiteres craften. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, hier sind meine nicht geglückten Kochversuche, verbrannte Schrimps, die verkaufe ich einfach mal. Keine Ahnung, ob man damit sonst noch was machen kann. Man kann sich sein Inventar hier selber so ein bisschen sortieren, also man hat eigene Tabs und es wird halt immer das Item angezeigt, was vorne drin ist. Ich habe hier jetzt eins so für allgemeinen Kram, hier ist halt Essen, hier sind Erze, hier sind Seeds, hier sind Runen. Runen sind wie bei RuneScape Idle bzw. Idlescape eben auch sehr, sehr wichtig. Hier sind Waffen drin, im Moment hauptsächlich Bestandteile für Bögen. Ja. Das sind so die Sachen. Ich habe ehrlich gesagt keine... Ah, Zwiebeln zählen direkt als Food, ja? Okay. Ich dachte, mit denen können wir vielleicht noch kochen. Aber okay, können wir offenbar nicht. Also vielleicht schon, aber... Keine Ahnung, kann ich Zwiebeln? Nein. Ich könnte Fisch kochen. Ich höre auch tatsächlich gerade mal auf, Bäume zu fällen, weil ich war gerade ungefähr so 10 Stunden nicht im Spiel. Und es gibt Offline-Progression und ich habe in der ganzen Zeit gefischt. Und das heißt, wir haben jetzt ungefähr 3 Milliarden Shrimps. Mal gucken, wie viele Shrimps haben wir denn eigentlich? Naja, 6.300. Und prinzipiell wollte ich Cooking eigentlich mal auf 10 treiben, damit wir unseren Hering vielleicht mal kochen können. Ich sollte vielleicht vorauswählen, was ich kochen möchte. Ja, also prinzipiell läuft das von den Skills alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Im Sinne von, entweder produziert oder man... Er schafft halt eine Ressource, wie beim Holzfällen oder Angeln, oder man verarbeitet sie weiter, wie zum Beispiel beim Kochen, wo man dann hier fröhlich Shrimps kriegt und ja, man steigt hier oben immer im Level auf, also es gibt immer Level irgendwie X von 99. Das ist auch relevant, um so weitere Sachen freizuschalten, wie hier an verschiedenen Stellen zum Beispiel zu angeln oder hier später weitere Baumsorten zu fällen oder an andere Holzsorten zu kommen oder hier an verschiedene Erze und so weiter und so weiter. Dazu gibt es immer noch einzelne Stufen von den einzelnen Teilen, die man auswählen kann. Also
ne, ihr seht schon, normales Holz oder bei normalen Bäumen bin ich hier auf Stufe, oder ist die Mastery, genau. Ich auf Stufe 63. Frag mich gerade nicht, wo da das Max-Level ist. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Und zudem sammelt man immer noch hier oben im Mastery Pool auch noch irgendwie XP. Also es gibt irgendwie so drei verschiedene Bereiche, wo man irgendwie XP sammelt. Halt einmal für die Mastery hier, für das Skill-Level und für den Mastery Pool. Und das geht, also der Mastery Pool ist aber auch nochmal irgendwie anders. Also da habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie da die XP berechnet wird. Aber wir gucken mal, wir kriegen hier unten, kriegen wir jetzt jeweils... Von 66 kriegen wir 13, 14 irgendwie dazu. Hier oben kriegen wir 3 irgendwie dazu. Jeweils. Und hier kriegen wir halt jeweils 5 dazu. Also hier kriegen wir halt das dazu. Das ist halt der Wert, der hier dran steht. Nee, tatsächlich auch nicht. Eigentlich sollten wir... Achso, nee, wir kriegen weniger XP, wenn das Essen verbrennt, glaube ich, ne? Müssen wir gleich mal drauf achten. Ja, genau, wenn es gelingt, kriegen wir 5 XP und wenn wir zu stumpig sind und es verbrennt, kriegen wir ein bisschen weniger. Dadurch kommen ja auch die krummen Werte zustande. Ja, und so levelt man den ganzen Kram hoch. So weit, so schön. Natürlich kann man auch eine ganze Menge Ausrüstung craften. Wir können... Irgendwo konnten wir, hier beim Schmieden können wir halt auch schon hier tatsächlich Ausrüstung machen, also Waffen und Stiefel und Helme und Handschuhe und Rüstung und so weiter und so weiter. Hier bei Bronze habe ich schon ein bisschen mehr freigeschaltet. Also da kann man halt eine ganze Menge Kram schmieden. Wir könnten jetzt hier so ein... Wir kochen... Moment, ich habe gerade gesagt, ich habe nicht die benötigten Materialien. Achso, requires 5 and you have 3, okay. Habe ich genau verkehrt rumgesehen. Können wir gerade mal... Können wir gerade mal Bronzebarren machen? Haben wir noch Bronzeerz? Bronzeerz sowieso nicht, weil Bronze eine Legierung ist, aber ja, wir brauchen noch mal kurz 3 Kupfererz, die kriegen wir wohl noch zusammen. Das sollte nicht so lange dauern. So, dann schmieden wir mal kurz 3 Bronzebarren. 2 hätten total gereicht, warum mache ich 3? Egal, haben wir noch einen auf Halde? Okay. Was ist jetzt das Problem? Ah, okay. Ich habe mich nur gewundert, warum mir die Ressourcen nicht runtergehen, aber tatsächlich kriegen wir jetzt ab einem gewissen Level offenbar, also haben wir eine gewisse Chance, dass Ressourcen erhalten bleiben. Okay, spannend. So, dann können wir jetzt total mal so eine Kupfer... Achso, ah, da wird er wahrscheinlich gleich sagen, nope. Ja, genau, weil hier oben nämlich unsere Bank voll ist. Sind das die gekochten Schrimps schon? Ich verkaufe mal die Muscheln, keine Ahnung, ob wir die für irgendwas brauchen. So, weg damit, dann haben wir da auch wieder Platz. Weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich auch locker den ganzen Scheiß mal verkaufen. Das ist alles Müll vom Angeln, keine Ahnung, ob der später nochmal nützlich wird. So, jetzt haben wir hier auch die Bronzerüstung drin. Und die können wir jetzt equippen. Und warum equippen wir die und wohin equippen wir die? Da können wir hier eins von diesen ganzen Combat-Dingern anwählen. Da kommen wir hier in diese komplett für mich unübersichtliche Maske. Und haben hier einmal schon irgendwie Futter ausgerüstet, mit dem wir uns heilen können. Und haben hier auch unser Equipment. Wir haben nur 15 Pfeile, das ist nicht so wahnsinnig viel, aber okay. Und können hier oben jetzt mal eine Combat Area auswählen, meinetwegen das Goblin Village, viel mehr werde ich wahrscheinlich nicht reißen. Und da können wir dann kämpfen. Und das finde ich von der Menüführung her irgendwie noch relativ unglücklich gemacht, aber ja, sei es drum. Und ja, verbrauchen wir eigentlich die Pfeile? Oh ja, das ist gar nicht so gut. Keine Ahnung, ob wir mit 11 Pfeilen hinkommen, wir verfehlen ziemlich häufig. 7 jetzt nicht so, oh, wobei, da haben wir mal einen ordentlichen, ja doch, das geht. Ja, und das kann man quasi immer weiter und immer weiter und immer weiter machen, nur dass wir jetzt gleich keine Pfeile mehr haben. Und kann sich dann hier eben durch die verschiedenen Gebiete durchkämpfen, die Monster droppen theoretisch auch Loot. Hier gibt es noch Slayer Areas, wo es dann nochmal irgendwie, ja,
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was das Slayer-Training ist, um ehrlich zu sein. Also, wir haben hier zwar, Moment, wenn wir jetzt nochmal auf Standard, können wir das gerade mal, goodness, mal einklappen. Achso, wir haben hier unseren Attack-Style. Ah, so, wenn wir vielleicht jetzt mal, habe ich noch eine andere Waffe? Ich guck mal, ob wir gerade nochmal eine Nahkampfwaffe craften können. So. Machen wir mal so ein Bronzeschwert, passt schon. Ist jetzt halt nicht der Hit, aber besser als nichts. Ja, nee, eins reicht, danke. So. Das würde ich dann ganz gerne kurz equippen. Gott, schon wieder verbrannte Schrimps, widerlich. So, und dann haben wir hier irgendwie Stab, Slash und Block. Ich weiß jetzt nicht, was... Also... Ich weiß noch nicht so ganz, was der Unterschied zwischen dem normalen Combat und Slayer jetzt ist. Wahrscheinlich einfach, dass es Unique Monsters und Drops sind und halt nicht so Standard Monster und Drops. High Value Rewards gibt es noch in den Dungeons. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist der Punkt, den ich so ein bisschen für mich einfach schade finde. Mich holt dieses ganze Combat-System einfach überhaupt nicht ab. Also es ist halt so, ich kann mich hier jetzt halt durchkämpfen, theoretisch. Aber ich habe so überhaupt kein Ziel vor Augen. Also ist jetzt nicht so, ich muss irgendwie, keine Ahnung, hiervon 20 Stück schaffen, um dann das nächste freizuschalten. Ich kann halt, wenn ich Lust habe, direkt ins Castle of Kings gehen und gegen den Rune Knight kämpfen, der mir halt total den Arsch versohlen wird. Also es wird halt nicht klappen, aber das ist halt so. Abgesehen davon, was ist das für eine Menüführung? Entschuldigung, aber das ist furchtbar. Also es ist halt... Ich weiß nicht, den ganzen Combat-Teil finde ich halt super unübersichtlich. Hier oben kann man theoretisch noch seinen Skill-Progress irgendwie einblenden. Slayer-Train... Okay, das scheint aber tatsächlich nochmal... Also fragt mich jetzt nicht, offenbar gibt es dann hier... Sind das auch nochmal verschiedene Kampfstile hier mit Magic, Prayer und Slayer? Ah ne, Moment. Das waren hier, glaube ich, Sachen, ne? Ah ne, das ist jetzt nur Prayer, wo wir theoretisch irgendein Prayer als Buff noch einsetzen können. Wir könnten Runen einsetzen, theoretisch, wobei ich weiß nicht, ob wir damit irgendwas machen können. Können wir... Ich habe doch hier schon Runecraft... Also ich möchte eigentlich nicht Runes craften. Ah, wir könnten jetzt zum Beispiel mal so ein Staff of Air machen. Ne, können wir nicht, weil wir da nicht genug Air Runes für haben, okay. Aber wir könnten uns hier mit den Runen zum Beispiel auch so Magier-Stuff machen. Okay. Aber ja, also es ist halt prinzipiell natürlich extrem an RuneScape beziehungsweise letztendlich Idlescape angelehnt. Und genau wie bei Idlescape auch schon fehlt mir hier irgendwie so der Grund, warum ich hier irgendwas machen sollte. Also es ist halt so, ja, das Spiel gibt dir halt 5000 Möglichkeiten, aber halt keine Ziele. Also es läuft halt komplett über intrinsische Motivation, wie man das so schön nennt. Also die Motivation muss komplett von dir selbst kommen. Das Spiel motiviert dich jetzt nicht, irgendwie einen bestimmten Punkt zu erreichen, weil du dann eine Belohnung kriegst, sondern es ist einfach nur, level die Sachen hoch. Und das finde ich prinzipiell total cool, aber ich bräuchte halt nochmal irgendwie zumindest so einen kleinen Anstoß, der mir irgendwie so ein bisschen eine kleine Karotte, sage ich mal, vor die Nase hält, damit ich sage, okay, da will ich halt hinkommen. Und jetzt einfach nur stumpf die Sachen hochzuleveln und hier das höchste Gear zu craften, ist halt nett. Und was mir hier im Vergleich zu tatsächlich Idlescape komplett fehlt, oder ich habe es bislang einfach übersehen, das mag auch sein, aber ich habe es bislang zumindest nicht gefunden, ist der Marktplatz. Das fand ich bei Idlescape nämlich in der Tat sehr cool, dass man sein Equipment oder die Sachen, die man gecraftet hat, einfach an andere Spieler vertraden konnte. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Aber ja, das, also weil ich halt auch irgendwie so auf so Trading total stehe in Spielen, mache ich einfach total gerne. Und das fehlt mir hier jetzt halt irgendwie.
Ich weiß nicht, also wenn sie... Ich glaube nicht, dass im Combat-System hier noch viel passieren wird. Von daher mache ich für mich an dieses Spiel, glaube ich, mal einen Haken. Also ich habe jetzt so, keine Ahnung, 13, 14 Stunden ungefähr reingesteckt. Plus Production offline. Aber ja, irgendwie weiß ich halt nicht. Also vielleicht gucke ich zum Full Release nochmal rein. Zurzeit catcht es mich irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Und prinzipiell gibt es halt super viele Möglichkeiten. So, man hat hier irgendwie, man kriegt vom Holzfällen, kriegt man irgendwie noch Vogelnester zufällig. Die Vogelnester kann man dann quasi auspacken, also plündern wir auch immer. Da findet man Seeds drin. Mit Seed kann man halt seinen Garten bewirtschaften. Also ich könnte jetzt, keine Ahnung, Salat anpflanzen und Zwiebeln und Kartoffeln. Und die Sachen, die ich hier ernte, kann ich dann letztendlich wieder als Heil-Equipment oder ja, als letztendlich Essen zur Heilung im Combat nutzen. Das ist halt alles total cool und ich kann hier halt weitere Beete freischalten und... Oh, hier kann ich... Ah ne, kann ich noch nicht. Ich habe keine Herbs, die ich pflanzen kann, aber ja, kannst nicht nur Kräuter, sondern später eben auch Bäume pflanzen und muss hier halt Stuff freischalten. Und... Es ist halt... Vom Grundprinzip her finde ich das alles super. Und ist alles total tutti, wenn nur eben dieser Punkt Combat System nicht wäre. Also hier gibt es nochmal irgendwie so Slayer-Tasks. Irgendwie besiege 14 Mal Black Knights. Der ist aber auch schon Combat Level 23. Ich bin halt so Combat Level 3, das machen wir halt wohl nicht. Das geht aber auch irgendwie total unter. Also, ja, ist das jetzt was ich sinnvollerweise machen sollte? Ist das wirklich so eine Zielsetzung? Ist das eher so Sidequest-mäßig? Ich habe halt keine Ahnung. Und irgendwie... Wie gesagt, ich finde irgendwie dieses komplette... Kampfsystem hier, also das Kampfsystem an sich ist okay, aber diese komplette Kampfübersicht, das komplette Kampffenster irgendwie schwierig. Okay, wir haben jetzt halt auch voll die Crap-Waffe und reißen dann gar nichts damit. Also wir treffen halt einfach viel zu selten, das ist so der Punkt. Was aber auch daran liegen könnte, dass halt unsere Attack-Skills einfach noch auf 1 sind. Aber wir haben zum Glück Schrimps, die wir essen können und uns damit heilen können, okay. Aber das ist halt auch so eine Sache, ich weiß nicht, beim Kämpfen muss man, also ich glaube, man kann die Schrimps auch automatisch essen. Weiß ich gar nicht. Ich gucke einfach mal, was passiert, wenn wir sterben. Das habe ich noch nie rausgefunden. Oder vielleicht essen wir dann auch einfach automatisch Schrimps. Kann auch sein. Aber ja, es ist so... Also dafür, dass das Kämpfen dann offensichtlich so das Hauptziel ist, so der Hauptteil, den man hier irgendwie macht, finde ich das Kämpfen einfach extrem unspektakulär und unrewarding einfach. You died. Und wir haben Helm verloren. Okay, gut, wir essen also nicht automatisch Schrimps. Schade eigentlich. Nun... Das heißt, man muss, also man kann das, glaube ich, später irgendwie automatisch machen. Muss man wahrscheinlich erst freischalten, ich weiß es nicht. Aber ja, das heißt, man muss am Anfang das Kämpfen letztendlich auch babysitten und kann das halt nicht irgendwie AFK machen. Das ist ein bisschen nervig. Und ja, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Monster hier irgendwie... Also es sind natürlich auch total die Low-Level-Monster, klar. Das ist jetzt so der erstbeste Standardgegner. Aber ich habe bislang halt nicht mitgekriegt, dass der mal irgendeinen Loot fallen gelassen hätte. Außer jetzt halt so 4 Münzen. Aber so, ja, okay, 4 Münzen, toll, ich habe halt 93.000. Nun, also ich mache halt mit Holzfällen mehr Gold. Und zwar deutlich mehr. Selbst mit den Standardbäumen. Das ist halt so, ugh.
Also es lockt mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich hier was. Mag durchaus schon Leute geben, die hier länger reingespielt haben. Wie gesagt, das Spiel ist schon ein halbes Jahr mindestens im Early Access. Aber ja, ich finde es eine solide Grundlage. Und werde mal ein bisschen Blick drauf haben, was da noch so kommt. Aber erstmal, also als Let's Play finde ich es halt, nee, also finde ich es nicht motivierend genug im Moment. Und es ist letztendlich auch so ein bisschen Excel the Game. Also, was ja halt irgendwie 5000 Tabellen. Und was anderes hast du ja nicht. Was prinzipiell okay ist, aber das finde ich zum Zugucken ja auch irgendwie relativ unspektakulär. Aber ja, also wir hauen mal ab. Ich möchte gerade nicht weiterkämpfen. Danke. Die haben jetzt echt nur Gold fallen lassen, ne? Minimal. Ja, schade. Ja, ich könnte jetzt theoretisch noch ein bisschen weiter kochen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann den Raw Herring mal weiter kochen kann, aber ich wüsste im Moment auch nicht warum. Ach so, nee. Nee. Von daher lasse ich es, glaube ich, erstmal und gucke da vielleicht so in 3-4 Monaten nochmal rein. Oder in einem halben Jahr oder wann auch immer sie das Spiel releasen werden. Und ja, falls ihr es euch holen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zu irgendeinem nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.